freudiges Wiedersehen nach der Partie gegen Mainz 05. Dieter Hecking und Petra Niemann, Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres 2014. Zwei, die sich richtig gut verstehen. Das war auch schon rund zwei Wochen vor dem Spiel so. Denn da wagte der Trainer der Wölfe einmal einen Ausflug in einen anderen Sport. Gemeinsam mit der blinden Radsportlerin schwang sich Dieter Hecking in Lohne bei Oldenburg aufs Tandem. Kilometer legten Niemann und Hecking gemeinsam zurück und das in richtig rasantem Tempo. Ich bin wirklich beeindruckt, dass das so gut geklappt hat. Anfänglich haben wir so ein paar, nicht Schwierigkeiten gehabt, sondern so, was man halt bedenken muss mit dem Schalten und Bremsen, auch mir Bescheid geben, wann wir irgendwo da um die Ecke kommen. Aber es lief wirklich total super. Wie gesagt, wir konnten im Feld auch mal wegfahren, haben ein bisschen Gas gegeben, dass der Hecking auch einfach mal spürt, was für Dampf dahinter sitzt, wenn man wirklich mal einen Sprint fährt auf dem Tandem. Ich bin froh, dass ich den Mittellandkanal ein paar Mal belaufen habe, sonst wäre es heute ein Drama geworden, so wie die Petra Gas gegeben hat von hinten. Ja, und auch das merkt man, dass wenn sie ein bisschen zu langsam war, hat sie gleich wieder von hinten Tempo gemacht. Ja, und nein, ich denke, das war wirklich eine schöne Aktion, die wir gemacht haben. Bei Petra Niemanns Ehrung zu Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres im Frühjahr hatte Dieter Hecking die Laudatio auf die erfolgreiche Radfahrerin gehalten. Damals entstand auch die Idee einer gemeinsamen Tandemtour. Für Dieter Hecking gab es neben der Freude am Sport bei dieser Aktion allerdings auch noch eine wichtige Botschaft. Das ist das für mich mit das wichtigste Impuls, den ich damit auch senden will, ja, dass wir nicht Behinderte eben auf die Behinderten zugehen müssen, dass wir sie noch mehr einbinden müssen in den Sport, aber nicht nur in den Sport, sondern überhaupt in der Gesellschaft. Und wenn das ein ganz kleines Zeichen war, was ich heute damit senden konnte, ja, und das auch dementsprechend transportiert wird, vielleicht fühlt sich doch der eine oder andere auch noch mehr angesprochen, dann meinem Beispiel zu folgen. Und ähnlich erfolgreich fiel dann ja auch der Gegenbesuch aus. Petra Niemann und Dieter Hecking waren sich jedenfalls einig, dass das keine einmalige Sache bleiben sollte. Großartig, einfach die Akustik auch mal zu spüren, was so in einem Stadion so abgeht. Und also wie die Mannschaft da wirklich agiert auf dem Platz, das ist wirklich schon Wahnsinn und wirklich Hochachtung und Gratulation an Herrn Hecking und an die Mannschaft, also wirklich großartige Leistung. Ja, und ich war einfach froh, dabei sein zu dürfen und da mal ein Maskottchen sein zu dürfen. Ich habe einen so einen Glücksbringer habe ich immer noch gesucht, heute habe ich ihn gefunden. Ich habe gerade schon gesagt, Peter darf jetzt immer kommen, wenn man 3-0 gewinnt, dann hat es natürlich alle Ansprüche auf dem Platz bei uns im Stadion.